Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal Dino, die Zeitreise von Kinderüberraschung, mal aufmachen. Ja, sie sind endlich auch bei uns hier angekommen, nach langer, langer Zeit. Die anderen haben ja schon lange welche. Bei uns gab es erst vorige Woche die. Also wisst ihr ungefähr, ja, wie lange das dauert, bis wir hier neue Sachen kriegen. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja, verschiedene Dinosaurier. Und das Ganze wird wohl gesponsert von Was ist was? Gratis Hörspiel anhören, so geht's. Code von der Innenseite der Packung auf www.kinderüberraschung.de Hörspiel eingeben. Und gratis Hörspiel von Was ist was Junior anhören. Das spannende Dino-Zeitreise-Hörspiel von Was ist was Junior kann bis zum 31.12.2016 bis zu 10-mal angehört werden. Also Leute, ich werde nachher in diesem Video den Code eingeben. Die ersten 10 von euch können sich den auch gerne anhören. Wäre nett von euch, wenn ihr jeder, der das macht, einmal macht, damit auch wirklich 10 Leute was davon haben. Das wäre sehr nett. So, aber jetzt wollen wir erstmal hier dieses Paket aufmachen. Ja, ich sehe den Code schon. So, wie gesagt, hier sind wieder 4 Eier drin. Oben sind die Dino-Eier, unten wird wahrscheinlich auch die Überraschungseier sein. Ich nehme die jetzt hier mal kurz raus. Also hier müssten die Dinos drin sein. Und hier müsste das Spielzeug drin sein. So. Ja, und zum Schluss, kurz bevor der Drehteller kommt, kommt der Code. Aber als allererstes machen wir jetzt hier erstmal die Eier auf und schauen mal nach. So, da haben wir denn hier als allererstes. Zack. Tja. Mhm. Ja, von Sprinti, da gibt es wieder verschiedene Motorräder. Die haben so einen Schwungradmotor drin. Zack. So, dann haben wir hier als Ups, Nummer 2, zweites Spielzeug. Auch gleich mal aufmachen. Oh, 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 oh. Brösel, Brösel. So, auch wieder ja, ein Spielzeug. Aha, wieder was ganz Neues. Von Cartoons, Natoons. Ja, neu ist es eigentlich weniger. Das sind diese Drehtiere. Aber es ist ein neues Tier, sage ich mal. Auf der einen Seite, ups, auf der einen Seite ist es eine Schildkröte. Und auf der anderen Seite ja, sieht es aus wie eine Biene oder sowas. So sieht es von der einen Seite aus. Und so rum ist es dann eine Schildkröte. So, oder soll es eine Schildkröte sein? Na gut. So. Dann kommen wir jetzt mal zu den Dinos. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt drauf, wie die aussehen.
Ja, so klappern die. Ah ja, die sind zum Zusammenbauen. So. Ach du Christi Motten. Wie heißt das Ding? Parasaurolophus oder so ähnlich. Ja, hier sind die verschiedenen Saurier. So. Jetzt bauen wir das Ganze hier mal zusammen. Schnell. Oder auch nicht schnell. So sieht Kamerad Schnürschuh aus. Ihr seht nachher dann auch noch auf dem Teller. Ups. Ja, stehen tut er ja ganz fantastisch. So. Und Saurus Nummer 2. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was da jetzt hier rauskommt. Aha. Ja, auch wieder lateinischer Name. Hier ist es Tricatoratopus, was weiß ich wie. So, jetzt bauen wir das Teil mal kurz zusammen. So, und auch der kann hier den Schnabel aufmachen. Ich sage mal, die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht gelungen. Also mir gefallen sie eigentlich relativ gut. Gut. So, wie versprochen, zeige ich euch jetzt den Code. Aber den löst bitte nur jeder einmal ein. Dass auch 10 Leute die Chance haben, da mal reinzugucken. So. Hier ist der Code. Schreibt ihn euch auf. Geht auf die Seite, hört euch das Hörspiel an. So. Und wer meine Videos kennt, der weiß, was jetzt kommt. Bleibt dran und dann könnt ihr euch die ganzen Tierchen hier nochmal auf dem Drehteller angucken. Also bis gleich.